So, am heutigen 1.11. schauen wir mal, was da für eine Zahl herauskommt. Wir haben interessanterweise noch einmal die 4, die haben wir gestern schon gehabt. Die 4 ist, wie gesagt, eine Zahl des neuen Denkens. Das heißt, wir setzen die ersten Gedanken in eine neue Richtung. Und ich kann hier auch dazu sagen, dass wir am 1.11. einen sehr dünnen Schleier zwischen dieser und der Jenseitswelt haben, weshalb eben auch dieses ganze Allerheiligenfest um diese Zeit gefeiert wird. Und wir dürfen hier auch mal unsere Gedanken richten an diejenigen, die vor uns auf dieser Erde gewandelt sind. Ja, damit hat es sicherlich auch zu tun, dass jetzt noch einmal die 4 herauskommt. Ja. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.